FCB News, präsentiert von der größten Sportwettenarena der Welt, bwin. Fotoshootings mit sämtlichen Motiven gehören in der Saisonvorbereitung dazu, beinahe wie Bälle und Hütchen. Das gilt natürlich vor allem für die Neuzugänge. Gestern war Jan Kirchhoff an der Reihe, heute wird Mario Götze in Positur gebracht. Fanartikelkatalog, Autogrammkarten etc. sollen schließlich etwas hergeben. Noch wichtiger, das Aufbautraining von Mario Götze macht gute Fortschritte. Der Oberschenkel fühlt sich viel, viel besser an. Ich habe morgen wahrscheinlich einen Kontroll-MRT und dann wird man alles Weitere sehen. Bin bis jetzt nur Fahrrad gefahren und hoffe, dass ich bald laufen kann. Am Abend nach dem Testspiel gegen Brescia wird Mario Götze zusammen mit Holger Badstuber die Heimreise antreten zur planmäßigen Folgeuntersuchung. Auch der Vorstandsvorsitzende ist eingetroffen. Herzlich willkommen im Trentino, Karl-Heinz Rummenigge. Wie ist Ihr erster Eindruck? Na, das ist ein wunderbares Trainingslager. Fantastisches Hotel, stimmt alles, Wetter ist wunderbar. Der Trainer ist hochzufrieden mit allem, also wir sind sehr glücklich hier. Das klingt schon mal gut, der Trainer ist hochzufrieden. Jetzt gibt es heute ein erstes ernsthaftes Testspiel gegen Brescia. Was erwarten Sie da schon zu sehen? Ja gut, wir sind in der Vorbereitung, also da darf man sich noch nicht zu viel erwarten. Da sind die Knochen noch ein bisschen müde, die Beine schwer, weil die Spieler ja jetzt auch hier relativ hart gearbeitet haben. Und das sind Vorbereitungsspiele, die sind wichtig, um sich einzuspielen. Erst recht, wenn man einen neuen Trainer hat, der ja auch zum Teil eben das ein oder andere testen wird und auch das Neues hier einführen wird. Aber zu viel sollte man sich da noch nicht erwarten. Wichtig ist, dass man am 9. August, wenn es losgeht mit der Bundesliga, dass wir dann in der richtigen Form sind und davon bin ich überzeugt. Pep Guardiola hat am Vormittag trainieren lassen und dann Ruhe ausgerufen zur Vorbereitung auf den ersten ernsthaften Test am Abend gegen den italienischen Zweitligisten Brescia.